Schönen guten Tag, Freunde des guten Modegeschmacks und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Bei diesem Video werde ich auf die Frage eingehen, die ihr mir in den letzten Tagen und Wochen extrem häufig gestellt habt. Und zwar die Frage, woher ich genau diese Art von Hosen her habe. So Leute, diese Hose ist eigentlich nichts anderes als eine ganz einfache, handelsübliche und für jeden erhältliche Zara Longline Skinny Fit Hose. Ich habe hier nochmal extra eine unbenutzt. Ich habe zu Hause noch ein paar von denen. Das ist eine ganz normale Zara Hose im gerissenen Look. Und unten hat es halt diese Zeitzipper. Wie gesagt, das ist eine ganz normale, wirklich eine ganz normale Zara Hose. Sie kostet 49,95. Jetzt glaube ich im Sale für 39,95. Und ich habe mir gleich 5 oder 6 Stück mittlerweile gekauft. So, jetzt sagt ihr euch bestimmt: Hä, will der nicht verarschen, der Can? Bei ihm sieht die doch ganz anders aus. Stopp, ich erkläre euch die ganze Sache. Und zwar, schaut euch mal diese Hose hier an. Wie ihr sehen könnt, ist diese Hose hier mit so einem Patch von Metallica geschmückt. Diese Hose hier ist bei beiden Seiten gerissen und hat so einen verwaschenen Look. Ich habe jetzt 4 Stück dabei von dieser Hose und ich erkläre euch mal jetzt genau, was mit den Hosen passiert. Okay. Und zwar, ihr geht nach Hause, macht euren Schrank auf und guckt, was für unnötige T-Shirts ihr habt. Ganz einfaches Beispiel, ein altes T-Shirt, was euch nicht mehr gefällt, ihr trägt es sowieso nicht. Dann geht ihr zu eurer Mama mit der Hose, also mit der originalen Hose, wo ist die jetzt? Nimmt diese originale Hose und das T-Shirt, was ihr nicht mehr benutzt. Geht zu eurer Mutter, die wahrscheinlich, und ich hoffe es mal, nähen kann. Wenn eure Mutter das nicht kann, schreit sie nicht an: Ey Mama, du kannst nicht nähen und schon deine Mama kannst. Und nicht jede Mutter kann's. Geht zu eurer Tante oder zu eurer Oma, zu eurer Schwester oder ihr geht zum Schneider. Geht mit dem T-Shirt zum Schneider und sagt, ihr möchtet den Teil von dem T-Shirt, was zu sehen sein soll, rein in die Innenseite reingenäht. Ich zeige euch das mal, wie das dann aussieht. So, das sieht dann in etwa so aus. Es ist eigentlich nichts anderes gemacht, als ein Stück T-Shirt ausgeschnitten, in diese Stelle, wo dieses Loch ist oder wo der Cut ist, rangenäht und dann dreht ihr die Hose einfach um. Wie gesagt, ihr braucht eine Mutter, die das kann, oder jemanden, der Ahnung vom Schneidern hat, ein altes T-Shirt und halt die Hose von Zara. Den Link zu der Zara-Hose, ich hoffe, die gibt's noch, werde ich euch unten in die Infobox reinschreiben. Aber falls es diese Hose nicht mehr gibt, habe ich auch eine Alternative. Und zwar diese Hose hier. Das ist eine Hose von MNLL Store. Die habe ich auf Instagram irgendwo mal gesehen und habe sie mir mal bestellt. Die kommt aus England, soweit ich weiß. Also die Hose hat mir jetzt nicht gepasst. Es ist eine 36, die kam mir zu eng ein bisschen. Und was mir auch aufgefallen ist, die Hose hat nicht diesen Longline-Schnitt wie bei den anderen. Das ist eine ganz normale Jeans, halt hier auch gerissen und im verwaschenen Look. Aber die Zara-Hosen sind halt etwas länger. Das heißt, die sind nicht so gerade geschnitten und stehen dann unten einfach mit so einem Reißverschluss ab. Diese Hosen von MNNL sind halt ganz einfach Hosen mit so einem Distress-Look und halt auch mit dem Side-Zipper unten in der Innenseite. Die sind halt nicht so lang geschnitten, was ich extrem feier bei diesen Hosen. Die sind halt wirklich an den Beinen viel länger als normale Hosen. Und deswegen, zeig mal kurz jetzt auf diese Stelle immer. So, ihr seht auf jeden Fall, hier ist der Side-Zipper. Den könnt ihr natürlich auch so zuziehen. Aber ich lasse den so meistens so auf. Und ihr seht, die Hose ist wirklich viel länger. Also, die hat viel mehr Platz, um nach unten auszuweichen. Und hängt nicht so jetzt wie eine andere Hose. Und die Hose ist dann im Stehen auch. Ihr könnt das mal jetzt ganz kurz angucken. Und die Hose ist halt hier viel lockerer und hat genug Platz und sitzt nicht so eklig eng. So, das war jetzt der erste Schritt, wie ihr eure Hose etwas tunen könnt. Und der zweite Schritt ist, wie bei der Hose. Bei dieser Hose sehen wir, dass diese Hose mittlerweile verwaschen ist. Und wie ich das gemacht habe, ist ganz einfach. Dafür nehmt ihr einfach Chlormittel. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. So, die Türken haben so Çamaşır suyu. Das kriegt ihr bei jedem türkischen Laden. Ihr nehmt dieses Çamaşır suyu, das ist so ein chlorhaltiges Mittel halt. Legt diese Hose in die Badewanne, nimmt dieses chlorhaltige Mittel und tupft oder spritzt oder gießt. Macht, wie ihr das wollt. Auf die Hose, lässt es kurz einwirken, wascht die Hose aus und am nächsten Tag habt ihr diese Flecken. Und auch bei dieser Hose hier habe ich es ja nicht selber gemacht. Hier ist es ja original verwaschen. So Leute, das war's kurz mit meinen Hosen. Ich hoffe, ich konnte eure Frage beantworten. Ihr habt einige Tipps und Tricks zum Selbermachen gelernt. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat und ihr weitere kleine Style-Hacks wollt, um eure Klamotten leicht zu tunen, dann kommentiert mal und lasst einen Daumen hoch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.